Willkommen zurück zu meiner Megaserie über Musikproduktion. Willkommen zu Teil Nummer 22. Heute zeige ich dir einen effektiven Trick, wie du störendes Gerumpel im Tief-, Mitten- und Low-End-Bereich entfernen kannst und gleichzeitig deinen Mix breiter machen kannst und mehr öffnen kannst. Wenn ich von undefinierbarem Gerumpel spreche, meine ich natürlich störende Frequenzen. Und für dieses Gerumpel oder für diese dumpfe Überbetonung sind gerne in einem Mix Flächensounds verantwortlich. Insbesondere dann, wenn du mehrere Synthesizer stackst oder layerst und die auch noch sehr breit arrangierst. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal anhören. Du hörst also dieser Flächensound hier, den ich hier im Vers arrangiert habe oder eingespielt habe, deckt ein sehr breites Frequenzspektrum ab. Ja, auch wenn der Analyzer von dem EQ jetzt das nicht alles abgezeichnet hat, aber du hörst, wir haben Höhen, er ist im tiefen Bereich präsent, er ist eigentlich komplett über den ganzen Mix verteilt. Und es gibt jetzt, und das kann störend wirken im Mix, ja, diese Frequenzen können sich streiten mit anderen Frequenzen, anderen Harmonieinstrumenten zum Beispiel oder auch den Vocals, was ganz schlecht ist. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten zu verhindern, dass diese Flächensounds so wabern und dir deinen ganzen Mix zumüllen. Die erste Möglichkeit ist schlaues Arrangement. Und das habe ich jetzt hier versucht. Ich habe jetzt also hier, wenn du hörst, wie ich diesen Part hier eingespielt habe, schon versucht, einfach zunächst mal das Instrument von den Höhen zu befreien, also wegzuschaufeln im Synthesizer selber. Das war Alchemy von Logic. Das heißt, ich habe Höhen weggenommen, ich habe schon einen Low-Cut gemacht im Synthesizer selber. Ich habe es jetzt gebounced auf Audio und ich habe versucht, in Lagen einzuspielen, in denen andere Instrumente nicht spielen. Wir können uns das jetzt mal anhören. Du hörst also, es ist das gleiche Pattern, das ich hier eingespielt habe, aber ich habe den Synthesizer-Sound von vornherein verschlankt und ich habe einfach nicht so viele Noten eingespielt. Ja, ich habe sehr schmal eingespielt, sage ich mal, und wie gesagt darauf geachtet, dass sich die Instrumente, dass sich der Synthesizer nicht mit anderen Instrumenten in die Quere kommt. Trotzdem möchte ich jetzt noch für ein bisschen mehr Breite und Weite im Mix sorgen und das mache ich jetzt immer mit Side-Processing im Equalizer selber. Was heißt mit Side-Processing? Mit Side-Processing bedeutet beim Equalizer, dass ich die Mitten und die Seiten eines Signals oder eines Instrumentes unterschiedlich mit EQ-Bearbeitungen versehe. Das ist jetzt bei jeder DAW unterschiedlich. In Logic muss ich hier bei meinem Channel-EQ öffnen und auf Dual Mono gehen. Das ist wie gesagt in jeder DAW ein bisschen anders. Musst du mit Side-Processing schauen, wie es bei dir funktioniert. Jetzt habe ich hier zunächst die Option links und rechts. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, auf dieses Rädchen, kann ich Stereo wählen oder mit Side. Schauen wir uns erstmal die Mitten an. Wenn ein Synthesizer jetzt groß instrumentiert ist oder wenn du für mehr Breite sorgen möchtest über das Mid-Side-Processing, dann ist es meistens so, dass du das Low-End in der Mitte haben möchtest. Das heißt, wenn ich das Low-End jetzt ein bisschen anheben möchte, wo der Synthesizer besser klingt oder wo er gut klingt, dann hebe ich einfach das Low-End ein bisschen an und zwar in der Mitte. Ja, es ist nicht Low-End, sondern sind Tiefmitten. Und ich möchte, was jetzt hier nicht der Fall ist, weil es gut instrumentiert ist, in diesem Fall würde ich jetzt in der Mitte die Höhen absenken. Ich zeige das gleich nochmal an dem anderen Beispiel. In den Seiten bearbeite ich meistens die Höhen und senke die Tiefen ab. Ja, ich möchte an den Seiten kein tiefes Gerumpel haben, weil das meistens dafür verantwortlich ist, dass es den Mix zumüllt. Und ich möchte die Höhen anheben, damit der Mix ein bisschen aufgeht. Wenn du also die Höhen von so einem Synthesizer anhebst an der Seite, dann machst du den Mix künstlich ein bisschen breiter. Ja, du darfst nicht übertreiben. Dadurch, dass ich hier aber jetzt schon ganz gut arrangiert habe, ist der Effekt nicht so krass hörbar, wie wenn ich das jetzt mit einem Synthesizer mache, der größer arrangiert ist. Das Beispiel, das ich dir vorher gezeigt habe. Da habe ich jetzt das Gleiche gemacht. Ich habe also die Tiefen ein bisschen angehoben, damit ich die in der Mitte habe und die Seiten abgesägt.
Und an der Seite habe ich die Tiefen abgesenkt und die Höhen angehoben. Und da hörst du jetzt sehr krass, wie der Unterschied ist mit und ohne Mid-Side Processing. Also eine sehr effektive Technik, um deinen Mix in die Breite zu ziehen, wenn du die Höhen an den Seiten anhebst, und du kannst unnötiges Gerumpel in die Mitte schieben, absenken oder dafür sorgen, dass es sich besser mit Bass und Bassdrum verbindet. Du siehst also auch hier wieder Frequenzen, sehr wichtiges Thema, insbesondere störende Frequenzen. Und falls du da Probleme hast, gerade mit so einem Gerumpel in deinem Mix, dann habe ich dir ein PDF vorbereitet, da zeige ich dir 6 störende Frequenzen, die sehr oft Ärger im Mix machen. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. 6 Frequenzen, die meistens Probleme in deinem Mix verursachen. Jetzt natürlich noch die Frage an dich, arbeitest du viel mit Mid-Side-Processing im Equalizer oder hast du das jetzt zum ersten Mal gehört, diese Technik? Überzeugt die dich? Schreib mir das bitte mal gerne unten in die Kommentare, das würde mich interessieren. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du morgen wieder dabei bist bei Teil Nummer 23. Viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns und bis dann!